Yo guys, okay. Hey guys, euer N-Smash wieder hier am Drücker mit einer neuen kleinen Aufnahmesession von Super Mario Maker 2. Wir haben heute eine kleine Besonderheit vor uns, denn der gute Keanu, dieser kleine Stinker, hat mir eine Welt zukommen lassen, eine Superwelt, für die er sogar extra noch neue Level gebaut hat. Und da meinte er, er würde sich drüber freuen, wenn ich da blind einsteigen würde. Und wisst ihr was? Da die Superwelten ja aktuell so ein gutes Thema sind, machen wir das einfach. So, wir gehen hier zu den IDs. Geben dann die entsprechende Superwelten-ID ein. Zack. So, das müsste es dann eigentlich sein. Ja. Und Leute, Entschuldigung, ich nehme das Ganze hier wieder in aller Herrgottsfrühe auf und meine Nase läuft ein bisschen. Das ist ekelhaft. Ja, Welt 1 und 4 Level. Ich bin da wirklich gespannt, Keanu, was du mir da zusammen geschustert hast. Lass es uns herausfinden. Super The Keanu World! Peach schreit wie immer um Hilfe. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich bin gespannt. Hills and Clouds. Ich will mal den Charakter wechseln. Wir haben ja schon so oft Toadette gespielt. Wir nehmen mal wieder Mario. Ich habe die Mario-Mütze auf, ich habe ein rotes Oberteil an. Ich denke, Mario ist dafür gut geeignet für diese Aufnahmesession. Yay! Zack, zack. Ciao, Monty. Ich wäre jetzt fast an dem Koopa krepiert. Ja, so aktuell so. Es sieht nach einem hübschen ersten Level aus für diese Welt. Das sind Münzen. Kann ich Keanu trauen? Cool. Ich kann ihm trauen. Keanu ist so einer der wenigsten Levelerbauer, denen man trauen kann. Darf ich da runter? Okay, Keanu, ich darf dir nicht immer trauen. Das war cool. Nein! Oh! Das war eine Grube nebendran, wo ich runtergehen konnte. Oh. Ey, es ist das erste Level! Es ist das erste Level! Heute ist es früh am Morgen. Das ist jetzt meine Ausrede für heute. Es ist früh am Morgen. Es kann aber nicht sein, ey, dass ich hier jetzt jämmerlich krepiere. Wenigstens kriege ich hier One-Up. Oh, Keanu. Oh, Keanu. Was hast du hier nur in diesem Level mit mir vor? Gut, okay. War ein schwieriger Start, aber wir haben das erste Level gemeistert. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war aktuell keine Glanzleistung von mir. In diese Warp-Röhre und in dieses Pilzhaus. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet.
Das klassische Minispiel. Eins von drei. Wieder mal, wow, und wieder mal grandios verkackt. Ein Sternpilz. Ein Sternpilz, das wäre doch mal eine Idee für ein neues Item. So, und wir gehen über die Brücke. Go Fish? Mario, go Fish! Oh, Keanu hat sich meinen Leveltrick abgeguckt mit dem Regen. Hui! Keanu hat sich von mir inspirieren lassen, das freut mich aber. Finde ich aber schön, dass er jetzt extra für diesen Brückenabschnitt von der Overworld jetzt nochmal hier so, ja, so ein Brückenelement eingebaut hat. Das ist Liebe zum Detail. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt extra für diese Map, also für seine Overworld, dass er da jetzt wirklich nur Level mit Super Mario World Thema genommen hat. Aber ist okay, ist okay. Super Mario World ist ein sehr schöner Grafikstil. Und da stimmen sicherlich viele zu. Wow! Wow! Go Fish? Zack und zack und... Hui! Cool. One up. Finde ich aber cool, dass Keanu sich da so ein bisschen hat, ja, inspirieren lassen, dass er den Regen damit eingebaut hat. Für all diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wissen, wie man den Regen einbaut, macht einfach, ja, diese Eiszapfen oben ans Level, so dass man die nicht mehr sieht, aber der Regen immer noch, also diese Tropfen immer noch darunter tropfen. Es müssen aber die Eiszapfen sein, die einen, ja, auf den Kopf fallen würden. Sonst würde das nicht funktionieren. Sehr gut, Keanu, sehr gut. Also es sind wirklich sehr einfache Level, muss man sagen. Coin Ocean. Der Münzenozean, sogar ein Wasserlevel. Wow. Huch. Jeep Jeeps Information. Okay, das ist so. Okay. Da oben geht's auch noch lang. Es scheint so ein bisschen labyrinthmäßig aufgebaut zu sein. Eine Itembox und eine 50-Münzen-Münze. Eine 50-Münzen-Münze. Nein! Kommst du her! Jetzt kommen ja auch noch Kugelwillis und Kanonenkugel, Alter. Ja, 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 ja. Sogar noch ein Pilz. Ein Pilz und vier Münzen. Und ein Kugelwilli und Cheep Cheeps. Das wird mir gerade ein bisschen eng hier. Oh Gott. Hilfe! Das wird mir gerade hier echt ein bisschen zu aufdringlich hier. Yo, ihr habt hier auch euren Spaß. Die Münzen komme ich jetzt nicht ran, da ich zu fett bin. Ich bin nicht fett. Da oben ist auch nochmal ein Pilz und eine 30er Münze. Die schnappen wir uns. Obwohl, komme ich gar nicht durch. Zu groß. Dann lassen wir uns eben treffen, damit wir an die Münze rankommen. Hm.
Was? Was? Oh nö. Echt jetzt? Also ich wusste ja, dass Cheep Cheep scheiße sind, aber dass sie so scheiße sind? Nur weil ich wieder zu geldgeil war. Was soll man dazu sagen? Kopf ab. Nö, also da machen wir jetzt mal ein bisschen hinne. Wir waren jetzt so ziemlich am Ende des Levels. Yay. Okay, wir hätten das Ziel noch mal ein bisschen überspringen können und hätten uns noch die 50er Münze schnappen können. Ja? Okay. Jetzt das finale Level dieser Welt. Welche Pein wird mich hier erwarten? Don't lose the Switch. Nö, ich habe meine Switch hier stehen, Kian, also mach dir da mal keine Sorgen. Die Nase läuft. Oh cool, Yoshi! Yoshi! Okay, wir dürfen den P-Switch nicht verlieren. Warum auch immer. Ich bin froh, dass ich dafür Yoshi habe. Nein, ich werde jetzt nicht darunter gehen und mir die Münze schnappen, denn wir haben gesehen, was passiert, wenn man zu geldgeil ist. Ja, und schön, dass Keanu auch Münzen da als als Wegweiser da platziert hat, damit man weiß, wo man runterspringen muss. Hat jetzt beim ersten Level vielleicht nicht so gut geklappt, aber hier funktioniert es doch ganz gut. Nein. Okay, und hier brauchen wir also den B-Switch. Den B-Switch. Ah, ich sehe schon, ein Koopaling erwartet uns. Yoshi! Es ist Iggy! Oh, nein, Yoshi! Du hast Yoshi umgebracht! Iggy, du Wahnsinniger! Alter, ich sterbe hier gleich. Alter, der rastet völlig aus. Nein! Iggy, du krankes Schwein. Wenigstens haben wir den Checkpoint. Die, Iggy. Interessanter Bossraum. Und das war's schon, okay. Habe ich gerade richtig gesehen, ist die Lava gestiegen? Das heißt, wenn ich mir zu viel Zeit gelassen, dann wäre ich hier noch an der Lava krepiert, oder? Oder habe ich falsch gesehen? Die Lava ist doch gestiegen, oder? In Ordnung. Neuer Rekord, cool. Ja, also es waren jetzt alles sehr kurze, knappe Level, aber ich denke, dass es halt einfach, dass da dieses Prinzip dahinter steht. Ja, man spielt einfach diese ganze Welt. Du hast vier Level, und damit es halt nicht zu lang ist, dann hast du halt eben etwas kürzere Level. Aber dafür alle verschiedene Themen. Fand ich sehr schön. Wir hatten hier dieses, dieses Hügel-Level. Dann hatten wir diese Brücke im Wald mit den Regentropfen. Die Unterwasserwelt mit den Münzen, dann jetzt eben hier dieses Schlossthema mit Iggy. Also ich würde behaupten, für eine Welt 1 ist das vollkommen okay. Vor allem auch sehr anfängerfreundlich und so. Man muss ja nicht immer Hardcore-Level bauen, das habe ich glaube ich schon mal in dem Let's Play gesagt. Man muss nicht immer Hardcore-Level bauen, man kann auch mal, ja, entspanntere Level bauen für Anfänger. Ist ja auch mal ganz nett. So, das war's dann jetzt eigentlich. Wie sieht's denn bei den Leveln aus bei mir? Mal gucken, wie lange nehme ich denn schon auf? 16 Minuten.
Jo, Leute, soll ich euch vielleicht mal meine Overworld zeigen? Wenn wir hier schon jetzt so ein Weltenthema haben. Ja, das ist hier bei mir Welt 2. ich habe noch keine Welt 1. Ich möchte für Welt 1 einfach mal dieses typische, ja, dieses normale, ja, wie soll ich sagen, hat dieses ganz klassische Anfangs-Level-Thema gedöns. Dafür habe ich aber noch nicht die passenden Level. Ich muss mal mehr Level bauen. Mir ist aufgefallen, die meisten Level, die ich habe, die kannst du halt eher so in so ein Waldthema reinpacken. Das habe ich dann hier auch gemacht. Kann ich euch mal gerade zeigen. Sollen wir diese Welt vielleicht durchrushen? Super End Smash XD World. Ja, hier ist mein Weltenthema. Finde ich aber ganz hübsch. So, dann spielen wir mal hier die Waldlevel. Ja, mit Yoshi durch den Regenwald. Ich werde mal gucken, dass ich die Level hier ganz schnell durchrushe. Das wird jetzt ein Speedrun. Ein Speedrun-Projekt. Zack, zack. Bin mal selbst gespannt, wie schnell ich durch meine eigenen Level komme. Das ist halt der Vorteil, wenn man seine eigenen Level kennt. Dann weiß man, worauf man achten muss und kann dann auch dementsprechend schnell hier durchrushen. Ja, toll. Grandios. Grandios, Endsmash. Du kennst deine Level, du kennst ja gar nichts. Hier rauf. Den Hammerbro wegsnacken. Galunga! Ah, noch die Münze eingesammelt. Hier durch. Los, los, los. Unter den Cheep-Cheeps durch. Auf die Brücke, auf die Pilze und ab ins Ziel. Cool. Die Zeit, 222. Der Brückenpfad öffnet sich. Jetzt ab ins Geisterhaus. In die überwucherte Villa. Das war auch so ein. Das ist auch so ein perfektes Geisterlevel, was du eigentlich so in ein Geistthema reinpacken kannst. Also nicht Geistthema, in einem Waldthema. Ja, ein Geisterlevel als Geistthema. Grandios, Endsmash. Es ist mir, bevor Superwelten rausgekommen ist, ist mir das nie so wirklich aufgefallen, dass das eigentlich alles so perfekte Waldthema-Level sind, die ich da gemacht habe. Also nicht alle, aber. Viele. Das mache ich auch manchmal so ein bisschen, ja, wenn ich Off-Cam Mario Maker spiele, dass ich mal versuche, meine eigenen Level so schnell es geht durchzuspielen. Ja, ein Smash, du Vollpfosten. Leute! Leute! Das kommt davon, wenn man zu schnell sein möchte. Zack, hier durch. Ja, da hat man so einen schönen Vergleich zwischen, ja, den Leveln von Keanu, die wir eben gespielt haben, und jetzt hier meinen Leveln. Also da ist ein deutlicher Unterschied, was die Dauer der Länge... Was die Dauer der Länge? Was? Jetzt wollte ich Dauer und Länge in einem Satz verpacken. Was die Länge der Level betrifft. So. Ah, geht durch die Tür. Also ich denke, man sieht doch anhand schon der von der Schwierigkeit der Level her, dass das hier wirklich eher Welt 2 sein sollte. So, das Pilzhaus. Wir haben ja auch hier ein anderes Minigame. Fang den Ball! Das Minispiel finde ich persönlich wirklich schwierig. Also... Das ist eine ordentliche Herausforderung. Scheiße. Hui. Alter, das verwirrt so.
Cool. Hey, das ist das erste Mal, dass ich das Minispiel geschafft habe. Und ich hab's auf Band. Cool. Durch das Wasser, ja. Ich habe noch kein Unterwasser-Level, aber ich bin dabei, eins zu bauen. New Adventure auf Link. So, jetzt hier durchrushen, durchrushen. Durchwaschen, durchwaschen. Cool. Und zack. Und rauf. Zack. Fuck. Zack. Letzte rote Münze und ab zum Bosskampf. Oh, jetzt habe ich euch gespoilert. Es gibt einen Bosskampf. Wow, voll Action hier. Wow. Hui. Zack. Und we did it! Oh yeah. Jo, und dann geht man hier eben durch die Warp-Röhre und kommt dann hier oben hin. Zur Luftarmada des Bowser Jr. Warum auch immer ich jetzt hier dieses Level in ein Waldthema gepackt habe, ich wollte es einfach einbauen, einfach weil sich die Wolke auf der Overmap angeboten hat. Aber, ja. Leute, ich glaube, das Level werde ich jetzt auch nicht mehr durchspielen, weil, es ist das vorletzte Level, was zu diesem Thema hier passt. Ich, oh Gott, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde, ey. Holy shit, ey, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, ich beende dann auch den Part. Also, ihr kennt, denke ich, dieses Level, wenn ihr mein Let's Play gesehen habt und die Kamera ist gerade ausgegangen. Ich denke, das ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, hier jetzt aufzuhören. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao. Mario, du hast ja einen richtigen Rhythmusstil hier.